Sony Interactive Entertainment präsentiert. Zusammen mit Japan Studio. Nach beinahe 10 Jahren Entwicklungszeit. The Last Guardian für PlayStation 4. Nachdem The Last Guardian auf der E3 2009 exklusiv für PlayStation 3 angekündigt wurde und im Jahre 2011 erscheinen sollte, dies jedoch nicht geschah, dachten nicht wenige noch bis vor kurzem, dass sich The Last Guardian in der sogenannten Entwicklungshölle befindet, sprich niemals fertig wird. Und ja, man hatte auch allen Grund, das zu glauben. Das Spiel hat nämlich einiges hinter sich. Unter anderem ist einfach mal so der Hauptentwickler abgesprungen und hat ein eigenes Studio eröffnet. Aber Sony stand offenbar hinter dem Titel und wollte ihn unbedingt fertigstellen. Und jetzt, am 7. Dezember 2016, ist es soweit. The Last Guardian erscheint offiziell für PlayStation 4. Zuvor hatte man das Ganze auf der E3 2015 noch einmal groß aufleben lassen und der Welt gezeigt: Hey, wir haben dieses Spiel noch im Kopf. Es wird erscheinen. Und sie haben Wort gehalten. Jetzt ist es draußen. Und das finde ich sehr, sehr klasse. Auch als Gamer an sich so. Ganz egal, von wem oder was man jetzt Fanboy ist. Denn dieses Spiel ist, würde ich mal sagen, kein Titel, der jetzt unbedingt ein riesengroßer Verkaufsschlager werden wird. Nehme ich einfach mal an. Waren ja Ico und der Shadow of the Colossus auch nicht, was Spiele waren, die in ähnliche Kerben schlugen. Aber sie haben sehr, sehr krass durch ihre Atmosphäre und das Spielweltendesign gepunktet. Und genau das Gleiche erwarte ich auch bei The Last Guardian. Also Sony hat wirklich irgendeinen Narren an dieses Spiel gefressen und mich interessiert sehr, was es ist. Die Trailer haben mich auch schon sehr fasziniert und die Präsentationen, die ich verfolgt habe seit der Wiederauferstehung auf der E3 2015. Leider konnte man es lange Zeit nicht anspielen, auch nicht auf der E3, letztes Jahr. Aber ja, vielleicht auch umso besser so. Dann gehe ich hier vollkommen ohne irgendein Wissen rein. Das Einzige, worauf ich mich einstelle, ist eine unglaubliche Atmosphäre. Eine emotionale, schöne Story. Eine schöne Spielwelt. Und hoffentlich auch ein paar kleine Rätsel. Und so weiter und so fort. Ein tolles Abenteuer und so. Was ich allerdings nicht mehr erwarte, ist eine zeitgemäße Grafik und leider sollte man auch mit anderen technischen Problemen rechnen. Das haben die Reviews schon vorhergesagt, unter anderem eine einbrechende Framerate. Zumindest auf der normalen PlayStation 4, auf der PlayStation 4 Pro soll das nicht so häufig vorkommen, aber die habe ich nicht. Aber ganz ehrlich, all diese technischen Details sind auch nicht wirklich wichtig. Wenn das Game am Ende genau das umsetzt, was es verspricht, soll das alles vollkommen egal sein. Und daher freue ich mich, zusammen mit euch dieses wohl einzigartige Abenteuer zu erleben. Kurz nochmal darum, worum es überhaupt geht, für diejenigen, die es überhaupt nicht verfolgt haben. Wir spielen einen kleinen Jungen, der in eine andere Welt gerät und dann mit einem Monster Freundschaft schließt. Die beiden helfen sich und das wird einfach sehr, sehr emotional. Wie das umgesetzt wurde, finden wir ab heute gemeinsam raus. Es geht los mit The Last Guardian für PlayStation 4. Yeah!
Inomotu Otunom Isarabe. Aukunana Awizi Iedokunam. Otasamakakunaguietange. Tabaku, Adajura boy, Otoriku, Iso Uni, you to tea, Ona, Anana, two Onis. Awinia to Onis, Inaras, Ateitara Kyak, Agimas nom, Anoimi. Alter. Es geht auf jeden Fall schon mal sehr interessant los. Wir erfahren nicht viel über die Vorgeschichte des Jungen. Es geht stattdessen direkt los. Die erste Szene ist gleich mal die Begegnung mit Trico, dem Monster, angeblich menschenfressend. Aber ehrlich gesagt, tut er mir leid. Da in seinem Flügel oder auch im Bein, ich bin mir nicht ganz sicher, steckt ein Speer. Und es ist angekettet. Wir wissen zwar nicht, was passiert ist, aber ich glaube, ohne seine Hilfe kommen wir hier nicht raus. Schauen wir doch gleich mal, was wir machen können. Hebel ziehen, ja? Schon mal keine schlechte Idee. Ich fand auch dieses Konzeptart, was wir da im Intro gesehen haben, sehr interessant. Ich bin gespannt, ob wir diese anderen Monster auch treffen können. Dann müssen wir mal gucken. Was ist das denn? Ein leuchtendes Fass. Ich glaube, das lege ich jetzt erstmal dahin. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ihm diesen Speer auch einfach rausziehen. Ich weiß nur nicht, ob es mich das auch machen lässt. Oh süß, diese kleinen Flügelchen da. Und damit kannst du fliegen? Oh oh. Ich will dir nur helfen. Ich will dir nur helfen. Also normalerweise würde ich mich das jetzt nicht trauen, aber ich hoffe, er vertraut mir. Komme ich da überhaupt hoch? Nein? Okay, wir können scheinbar nicht springen. Ah, doch. Können wir. Na dann! Nichts raus mit dem Ding! Wenn wir das jetzt schaffen, dann sollten wir sein Vertrauen haben. Warum geht das nicht raus? Ja! Jetzt! Oh nein. Das tat weh. Oh je. Bewusstlos. Es könnte mich jetzt fressen. Aber Trico hat es nicht getan. Atazuari, Yetastide Gek, O Torikono.
Ja, ich hoffe nicht. Aber ich denke, wenn, dann hätte er mich schon längst verspeist, oder? Ich find's auch cool, dass wir die Geschichte quasi aus der Sicht von uns selbst erfahren. Aber natürlich sprechen wir da als alter Mann und nicht als kleiner Junge. Womöglich sitzen wir gerade in der Gegenwart an einem Feuer und erzählen die ganze Geschichte unseren Enkelkindern. Wer weiß das schon. Diese ganzen Fässer scheinen aber auf jeden Fall von Bedeutung zu sein. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich glaube, es kann nicht schaden, jedes von denen mal nach unten zu befördern. Au! Vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Könnte ja auch Sprengstoff sein. Wobei, warum leuchtet das so? Kannst du damit was anfangen, Trico? Deine Augen leuchten ja in der gleichen Farbe. Schau mal. Ich hab da was. Okay, okay. Ist ja gut. Hat ihn wohl nicht so überzeugt. Agiatu Torikono, Anabagiam, Izu Du, Adatu, Adadu Arie, Tastire Kek, Inaraz, Yetaste Atuzi. Er hat sie doch gegessen. Also ist das Nahrung? Heißt das ja oder nein? Ich meine, ich habe noch mehr. Wenn du willst, dann sag Bescheid. Ich bin nicht dein Feind. Guckt skeptisch, aber doch auch irgendwie interessiert. Ich lasse es einfach mal fallen, weil das rollt ja sowieso in seine Nähe. Und dann kann er alleine entscheiden, ob er nochmal zubeißt oder nicht. Aha. Er ist schon interessiert, aber ich glaube, er ist einfach vorsichtig. Was ich verstehen kann, sollte ich auch sein. Na komm schon, hoch. So, das ist das dritte und womöglich letzte Fass. Es gibt zwar da drüben noch einen Gang, aber der ist sehr, sehr dunkel. Ich weiß nicht, finden wir hier irgendwo eine Fackel oder sowas? Dann könnte ich mir das mal genauer ansehen. Oder hier, was ist hier? Trico, du kannst in der Zwischenzeit schon mal dein drittes Fass verspeisen. Guten Appo. Oder magst du nicht? Kommst du nicht ran? Ja! Ich helfe dir doch bloß! Ist ja gut, ist ja gut. Okay. Er kam nicht dran. Passt. So, hier ist aber nichts. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Wir müssen eine Möglichkeit finden, diese Kette zu lösen. Agata Duyatishi Sostin. O Nose. O Trikuno. Agata Naiktu. Agotu Karagojikti Adam. Akisonimos. Oniatu. When you ready? Ja, ich würde schon vorschlagen, dass wir uns diesen dunklen Gang einfach mal ansehen. Vielleicht finden wir eine Heilpflanze oder sowas. Ach nein, noch mehr Fässer. Was ist das für ein Rauch? Die Frage ist nur, wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Ach, warte.
Kann man hier vielleicht hochklettern? Nein. Das geht nicht. Aber wir müssen daran. Echt vergessen. Außer wir schaffen es irgendwie von hier aus. Ist da vielleicht ein Geheimgang? Nein. Sehr seltsam. Brauchen wir vielleicht doch deine Hilfe dazu. Was kann ich denn für dich tun? Eventuell können wir die Kette ja auch am Kopf einfach lösen. Ach, da ist noch einer. Da steckt noch einer drin. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Das erklärt einiges. Okay, gut. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Auch nicht schon wieder. Das nächste Mal überlege ich dreimal, ob ich dir helfe. Gibt's doch nicht. Süß. Er ist klug. Er hat auf jeden Fall begriffen, dass wir ihm geholfen haben. Kann er jetzt uns helfen? Also zumindest reagiert er schon mal auf meine Rufe. Wie weit kannst du denn gehen mit dieser Kette? Kommst du bis hierher? Nein. Die muss man doch irgendwie lösen können. Diese Speere kann ich auf jeden Fall nicht in die Hand nehmen. Guck mal, komm mal her. Kannst du hier vielleicht... Kannst du da vielleicht mal dagegen ballern? Mit deinem Kopf? Agyadu Torikono, Atisudu Mirazi Ognag, Abiyadu Taragyanastu, Edinirazi Adam. Kannst du mal versuchen, das irgendwie freizuhauen oder so? Geht nicht.
Schade. Aber er will auch in die Richtung gehen, ne? Jete ja jeti Sasa. Onirazi Onturikuno. Auisi. Lass mich mal bitte hoch. Ich will mir das mal angucken. Komm her. Warte, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir von hier aus auf ihn drauf. Uns dann die Fessel mal genauer ansehen. Okay. Weil das hat, habe ich nämlich von weitem auch gesehen, dass das genau so aussieht wie dieser Hebel dort. Eventuell kann ich das auch mit meiner Hand einfach lösen. Tatsächlich. Warte, bleib ruhig. Bleib bitte ruhig. Ich komme irgendwie da nicht richtig dran. Jetzt. Komm! Yes! Wunderbar. Du bist frei. Coole Rüstung hast du da, by the way. Jetzt schauen wir uns mal gemeinsam den Gang an. Komm mit! Trico! Komm! Vielleicht kommen wir da raus! Siehst du? Tageslicht! Nochmal auf dich drauf. Sehr gut. Bleib so. Den Kopf. Ja, ja, danke. Und jetzt da drauf. Super. Guck mal, kannst du mit dem Fass irgendwas anfangen? Oh. Ja, bedien dich ruhig selbst, kein Problem. Hier ist noch so ein Ding. Ich schmeiße es hier runter. Kann ich da durch? Ja. Ich komme gleich wieder, warte auf mich. Muss es doch irgendwo rausgehen. Aber wir dürfen ihn jetzt natürlich auch nicht alleine lassen. Anscheinend kommt man da raus. Das ist nur ein extrem heller Nebenraum. Was zur Hölle? Was ist das hier? Ist das ein Grab? Scheint mir fast ein Grab oder sowas zu sein. Oder irgendein Mechanismus, der irgendwas auslösen wird. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann bleibt dran bei The Last Guardian. Natürlich würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen.
Das Ganze wird ein einzigartiges Abenteuer, das ihr nicht verpassen solltet. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Domtendo.